Wir sind jetzt dort und dann tut sich an einer anderen Stelle ganz viel irgendwie ausbreiten, ne? Warum steht da Monster-Option in Schloss Hyrule? Was geht denn da ab? Was müssen wir nur tun, damit ihr uns glaubt? Erkennt ihr denn nicht mein Gesicht, meine Stimme, meinen gestählten Körper? Sieht etwa aus wie eine Fälschung? Hey, was haben die den Soldaten gesagt, wenn der Doppelgänger von uns kommt? Das sind die Faker oder wie? Ja, okay, macht schon irgendwie Sinn. Ich glaub, die haben wirklich eins zu eins das gemacht. Deine Majestät hat uns davor gewarnt, dass sich Doppelgänger wie ihr herumtreiben und uns zu erhöhter Wachsamkeit auffordert. Wenn ihr echte General seid, dann müsst ihr die Parole kennen. Der König hat eine Parole aufgegeben, damit Hochstapler erkennen können. Ja, aber wenn die Hochstapler doch dieses Ding machen, ach, ist doch alles dumm. Die haben wirklich umgedrehte Psychologie gemacht. Die Originale werden für Fälschung gehalten. Ja, kompletter Schwachsinn. Dieser Ansatz ist echt zum Scheitern verurteilt. Obwohl die jetzt gesagt haben, wir sind Doppelgänger, jetzt zu sagen, ja, die sind aber Doppelgänger, das verwirrt die nur. Das ist. Was ist da? Der Riss. Er breitet sich weiterhin aus. Er hat das komplette Schloss eingenommen. Und das ganze Dorf. Was? Junge, das ist ja der größte von allen. Und auch einige Monster jetzt. So viele hatten wir lange nicht mehr. Oh ja, und dann noch ein paar starke. Ganz Hyrule-Stadt ist komplett am Arsch. Ja, vom Riss verschluckt. Durch den Kopf verlieren. Ihr seid die Soldaten von Hyrule oder etwa nicht? Kümmert euch darum. Wir müssen das Volk beschützen. Genauso ist es. Obwohl sie ihm nicht glauben, kann er ihnen noch Mut zusprechen. Okay, er ist schon ein geiler General. Ich feiere ihn. Gemeinsam können wir das Volk beschützen. Jetzt trauen sie ihn doch. Perfekt. Was für eine Katastrophe. Wir müssen uns wohl um den Riss kümmern, während die sich wohl um die Monster kümmern. Warte. Jetzt wird sie sagen, ja, geh erstmal in die anderen Gebiete rein oder so. Vielleicht irgendwo unter uns? Ah, ich kann den Eingang nicht finden. Unter dem Schloss gibt es einen Eingang, um den Riss zu öffnen. Gab es nicht irgendwas im Brunnen? Ist der noch da? Würde ich einfach in den Brunnen ein bisschen reingehen. Oh Gott. Erstmal hier um die ganzen Viecher kümmern. Ist, glaube ich, keine gute Idee. Einfach durchrennen. Schnell, schnell, schnell im Haus Schutz suchen. Oh, sie ist sogar hier. Oh, ich habe Angst. Also, kann es wirklich sein, dass sie die Leute evakuiert? Ah, ist cool. Und unter die Stadt? Ja, wahrscheinlich in den Brunnen rein. Sie sagt es schon. Da war ich schon mal drin. Und da ist auch schon der Eingang. Oh, der arme Soldat. Da kommt nie wieder raus. Aber was ist das jetzt für eine Action? Weil es ja ein großer Riss. Da sind ja eigentlich die Dungeons drin. Würde ja nicht so ein kleines Abenteuer sein, wo ich ein paar von seinen Freunden rette. Wie sonst immer war es. So eine Zwischenquest. Wir sind auf jeden Fall hier. Wir haben die Soldaten trainiert. Versteinerte. Hilfe. Dem geht's gar nicht gut, dem Bruder. Es ist ja Schloss Hyrule, bloß halt auf der anderen Seite. Hyrule Stadt im Nichts, genau. Oder ist das Schloss wirklich in einer Art Dungeon? Also wäre viel zu früh. Okay, man hat halt kein richtiges Gebiet davor, aber heftig. Hier sind Monster drin, weil da gab es einen Laden eigentlich auch in der richtigen Welt. Ich habe den nie gefunden, oder? Ich glaube, bin gerade ein bisschen lost. Ich glaube, den gab es schon. Man könnte sogar auf die Burgmauer hoch, aber da wird es wahrscheinlich nichts geben. Ne? Hilfe, ich habe Angst. Ich habe gar keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Ne? Bringt ja auch irgendwie nichts. Leider. Es wäre wirklich noch sowas, wenn diese finsteren Soldaten auch noch irgendwas droppen könnten. Die droppen halt nur Energie und die müsste ich halt, wenn dann, schon auffrischen. Ne? Das bräuchte ich halt auch momentan gar nicht. Kann ich jetzt auf jeden Fall so einen Speicherpunkt. Also wird eine längere Action hier sein. So wie eine weitere Truhe. Und da haben wir ein bisschen Butter. Nee, das ist kein Weg irgendwie nach oben. Ich sollte schon hier den Weg folgen, dem ich hier einfach ein bisschen hochschwimmen kann. Und mal schauen, ob es jetzt wirklich einfach zum Schloss führen wird oder. Ja, alles andere wird eigentlich keinen Sinn machen. Aber was ist unser Ziel? Das ist, glaube ich, schon, den König jetzt hier zu finden oder. Ja, weil Dreh hat, glaube ich, auch nicht gesagt, dass hier die Gestalten irgendwie sind. Also seltsam, selbst wenn wir jetzt hier irgendwas finden, ne? Wir können den Riss ja nicht auflösen, oder? Oh Gott, wir sind drin, ja. Armen ganzen Soldaten, ne? Sei vorsichtig, Zelda, ich habe ein schlechtes Gefühl. Schloss Hyrule. Es ist wirklich ein Dungeon. Oha, wir starten direkt mit dem vierten Dungeon jetzt. Ohne irgendwie Gebiet, ist halt so ein Story-Dungeon, ne? Ah, cool, dass sie aus dem Schloss ein Dungeon gemacht haben. Nicht irgendwie cool. Oh, da haben wir wohl die eine oder andere starke Wache. Aber den haben wir noch nicht, oder? Jetzt habe ich eine stärkere Stufe von dem Soldaten, ne? Und der ist so lost, der ist auf mich getriggert. Mein Typ kann die ganze Zeit reinhauen wie Idiot. Ja, super. Schattengarde Level 2. Okay, hier sind alle Türen zu. Aber da rechts geht's rein. Junge, wie viele Soldaten hier halt wirklich leben und am tot sind, ja. Oh, das ist, glaube ich, Zeldas Zimmer. Und es ist einfach gar nicht mehr da. Hätte man, glaube ich, auch
ganz am Anfang des Games reingehen können zum Erkunden. Habe ich leider übersehen, dass die Tür offen war. Aber selbst hier ist es einfach nur zur Hälfte vorhanden, ne? Und da ist der König. Junge, der hat richtig weiße Augen. Dem Bruder geht's gar nicht gut. Hier war dein Vater also die ganze Zeit Zelda. Er ist einfach an der gleichen Stelle geblieben, wo er auch eingeschluckt wurde. Aha, was haben wir da? Unter dem Thron ist ein Geheimgang. Das ist natürlich super, super interessant. Was wird hier für Action abgehen in dem Untergrund von Hyrule? Vielleicht kann man da so ein bisschen den Ursprung der Risse erfahren, wo die herkommen. Dass sie irgendwie ähnlich wie in Breath of the Wild oder TOTK, das war, dass unter dem Schloss quasi die ganze Action, das ganze Böse herkommt. Warte mal, das ist doch hier aus Folge 1 oder 2, wo ich hier entlang schleichen musste. Oh mein Gott, da hat man hier wieder so eine Mission. Ja, die verfolgen mich. Aber kann ich die diesmal bekämpfen? Weiß ich nicht, ich möchte mich eigentlich nicht mit anlegen. Ausgesperrt einfach, geil. Alle Soldaten waren letztes Mal schon ziemlich intelligent. Mal schauen, ob sie es diesmal genauso sind. Hey, die haben mich echt eingefangen. Okay, kann ich gegen die kämpfen, ne? Und wenn ich da drin bin, muss ich jetzt quasi hier gegen andere Kreaturen kämpfen. Boah, lass mich doch gegen Soldaten kämpfen, mein Gott. Ich mach die kleine. Hey, Ausgang. Das ist halt auch interessant, ich muss diesmal an die andere Seite halt gehen. Oh, nö. Hey, ich kann direkt in den Ausgang gehen, ich muss gar nicht bekämpfen, ist das dumm. War sie versuchen, die Bissen einzusperren? Kann ich mit Wind vielleicht loswerden? Ach, man hat doch gar keine Zeit, irgendwas zu probieren. Ich merke schon, ich bin genauso lost wie am Anfang des Games. Ich komme mit der Passage gar nicht klar. So, aber ich weiß jetzt ein bisschen mehr über das Game und habe auch viel mehr Möglichkeiten, ne? Könnte eine Vase nehmen, um die damit irgendwie in die Irre zu führen. Muss ich jetzt schon fast? Oh mein Gott, war das dumm. Schnell weg einfach. Um es zu bauen, die mir nicht folgen können. Boah, irgendwie gerettet. Oh, da oben steht ja auch eine. Oh, ich hab die gar nicht gesehen. Hey, aber hier müsste wirklich Feierabend sein. Hier kommt wieder eine. Ich warte mal ab, bis sie weg ist. Oh, die wollte attackieren. Gut gerettet. So, dann gehe ich in den oberen Weg. Da bin ich relativ safe eigentlich. Dann bin ich da eigentlich schon fast am Ausgang, ja? Hat Jumpmans Weg einfach den oberen Weg nehmen. Ich kann ja viel mehr mit Betten jetzt zum Beispiel machen. Hat die damals überhaupt? Ich glaube nicht mal, oder? Hä? Oder ist die Decke? Wie lost? Ja, einfach über die Leute drüber gehen. Gar kein Stress. Oh, die ist natürlich fies. Dann nehme ich jetzt wirklich mal eine Vase und lockt die so ein wenig weg. Genau, die sind genauso dumm wie am Anfang des Games. Oh, die halbe Zelle ist einfach doch vorhanden, oder was? Weil sonst wäre sie ja hier. Und da ist Impa. Oh, die geht's ja gar nicht gut. Sie wurde jetzt in der Zelle vom Riss verschluckt. Oh, die Arme. Nachdem ich mich vor der Prinzessin verabschiedet hatte, werde ich von den Soldaten überwältigt und in den Kerker geworfen. Waren einfach zu viele. Aus meiner Zelle kann ich hören, dass sie fieberhaft nach der Prinzessin suchen. Eine gute Nachricht, das heißt, sie haben sie noch nicht gefunden, ne? Die Soldaten unterhielten sich darüber, dass ein paar der Risse verschwunden seien. Ich nehme an, dies war das Werk der Prinzessin. Oh, wie sie richtig Hoffnung in uns gesetzt hat. Im Schloss ist irgendwas vorgefallen. Ist der Prinzessin etwas zugestoßen oder hat unser Feind einen neuerlichen Zug gemacht? Unbedingt den Kommen der Prinzessin davon erzählen. Also irgendwas ist geschehen. Seltsam. Okay, jetzt ist, glaube ich, wieder ein neues Gebiet. Ist komisch. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Dungeon ist. Es ist ein bisschen seltsam. Es ist irgendwie so ein bisschen Story durchlaufen, ne? Klar, sollte man jetzt so ein bisschen die Escort-Mission. Okay, jetzt guck weiter. Das passt schon. Aber ansonsten nicht mehr so viel Gameplay tatsächlich. Also so richtig Zelda-Dungeon-mäßig. So, die Level 2-Ding gegen die Level 1. Wer gewinnt? Oh, Beyblade. Move einfach eingesetzt. Oh ja, oh, das ist sogar eine Level 2 noch. Ah, ich muss alle besiegen. Let's go, die natzt alles weg. Schaffst du auch gegen den Ebenbild? Ja, hast du erst angegriffen, du müsstest eigentlich gewinnen. Let's go. Euch ist echt geil, weil die alte war ein bisschen mir zu langsam und hat immer lange gebraucht, um das anzugreifen. Die ist schön flink und mit dem Wirbelangriff, der ist ja gut gegen mehrere Gegner. Die gefällt mir. Die setze ich in zur Zukunft öfters ein. Ich muss wahrscheinlich hier auch alles besiegen, ja? Oh, einige Truhen. Ja, so ein Monsterkern, warum nicht? Oh, sind es viele Gegner. Erstmal ein bisschen Platz machen. Eigentlich sind die zwei Truhen, perfekt. Einfach von rechts runter gehen. Ein Kürbis? Ja, Spiralkürbis. Einfach neue Rezepte hier im Untergrund von Hyrule. Wenn jetzt noch der chianische Wein rauskommt, dann bin ich richtig zufrieden, ne? Okay, ich muss einfach nur durchkommen. Ja, ich sag's, wie es ist. Es ist übelst seltsam hier. Eine Fackel. Er leuchtet hinter dem Gitter. Ah, ich muss es echt weiter weg von mir erschaffen. Das hatte ich schon mal probiert, hat aber bei so einer Wand nicht geklappt. Bei so einem Gitter anscheinend schon, wenn wir das Spiel sagen.
Nehmen wir das mal. Ja, ich kann so richtig zielen, so Sniper-mäßig. Ja, zünd mal an. Ja, angezündet, perfekt. Die innen drin war die Schwere, die haben wir. Okay, das ist nochmal eine. Ja, ist cool, das muss ich, glaube ich, echt öfters einsetzen, ne? Richtiger Laserstrahl. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch die hinter dem Gitter erwischen, ne? Aber echt keine Ahnung, wie. Ich habe ja nicht mal so viele Feueroptionen. Höchstens die Feuerschale noch. Was, so ein Schrägen? Wenn wir das von mir wollen. Scheint aber auch nicht wirklich zu funktionieren, ne? Das war nicht Rätselslösung, habe ich Gefühl. Ich check nicht, was ich machen soll. Ich bin ganz ehrlich gerade. Ich bin fraglos. Höchstens den Geist vorschicken. Hätte irgendwie anvisieren. Funktioniert das? Weil er kann generell durch Wände durchgehen. Aber er hat ja eine Flamme. Ist ein Irrlicht. Komm schon, bitte. Du sollst da reingehen. Mach. Rein da mit dir. Was um alles in der Welt wollen die mir hier sagen? Ich muss Fähigkeiten kombinieren, oder? So, jetzt packen und ihn jetzt quasi rüberschicken. Das funktioniert wirklich. Wie geil. Let's go, alle Fackeln an. Boah, okay, jetzt kommen richtig krasse Rätsel mit der Grundmechanik klar. Das ist quasi so eine Art Tutorial jetzt für mich. Was bist du denn? So ein schwarzes Loch oder, nee, so ein, ja, Vakuumtyp. Kann man den mitnehmen? Kann den töten, oder? Richtig. Boah, ich glaube, den bekommt man auch nur hier. Voll gut, haben wir den. Weil mit dieser Plattform auch so seltsam. Eigentlich nicht, dass man ihn besiegen kann. Zumindest würden wahrscheinlich die normalen Echos ihn auch nicht angreifen, aber man kann ihn mitnehmen. So, ich glaube, ich mache ihn einfach mal weg, dann habe ich hier ein leichtes Spiel. Dann kann ich mir einfach selber eine Brücke machen, ne? Okay, ein paar Flammengeister hier oder Slimes halt. Was sie mir sagen wollen, ein paar fette Slimes. Da weiß ich, was sie mir sagen wollen. Ich sag nur, weg mit euch. Hoch. Ich bin noch in den Tod gesprungen, weil sie mein Ding folgen wollten, ne? Sind die lost? So ein Sandhaufen, so einen ähnlichen Raum hatten wir doch schon, oder? In der Wüste. In der Truhe drin, ja. Was soll diese blaue Plattform darstellen? Ich check's nicht so ganz. Die Karte auf jeden Fall. Wie groß ist denn das ganze Ding noch? Ja, er hat noch einiges zu tun, aber das ist direkt der Bossraum. Ja, wir haben schon einen Großteil durch. Auch wenn wir nicht wirklich viel gesehen haben, gefühlt. Es waren schon ein paar Rätsel dabei und ein bisschen Spielerei, aber in so hochwertigen Dungeon fühlt sich halt leider nicht an. Ich hätte auch gedacht, dass echt Schloss Hyrule so der End-Dungeon ist. Als Bosskey brauchen wir noch. Rechts oder links? Alles sind irgendwie Truhen. Ja, den linken Raum. Da wird es auf jeden Fall nach unten irgendwie führen. Ja, ich glaube, ich komme über die Mauer nicht so einfach durch. Boah, ich komme auch gar nicht gegen das Wasser an. Hilfe! Heizgegner. Drüben möchte ich, genau. Oh, Untergrundwasserhöhle. Erinnert sehr an den letzten Dungeon, ne? Ja, ziemlich stark. Waren genau die gleichen Monster und gefühlt eins zu eins die gleiche Passage. Ist das hier ein Geheimtunnel oder wo bin ich hier gerade? Irgendwie habe ich Gefühl, ich habe komplett den Umweg genommen. Boah, ist ein riesiges Wasserlabyrinth hier. Okay, da oben in der Mitte ist aber eine Truhe. Dann folge ich einfach mal den Weg dort ein wenig. Okay, ich brauche das Schwert. Um dann da an die Truhe wahrscheinlich ranzukommen. Ab Bogen geht unter Wasser gar nicht. Gut, Master Key wird hier halt nirgendwo sein. Aber vielleicht ein normaler Schlüssel für die andere Seite? Nee. Ich sollte mal wieder Luft gebrauchen. Die Kristalle geben keine Luft, aber da unten, ne? Irgendwie an der Pflanze vorbei, ohne gefressen zu werden. Nein, das ist ja der Schwimm. Oh, war es knapp. Ja, hier ist nochmal eine weitere versteckte Truhe. Und da ist ein 100er drin. Perfekt, kann ich direkt in die Feenfinanzamt checken, ne? Für die Ausrüstung. Der einzigste gute Grund, irgendwie Geld auszugeben im Game. Oder Rubine zu sammeln. So, ist wieder schön nach oben. Und dann ist das schon der Ausgang. Wir haben alles hier. Cool, Unterwasserpassage. Oh, wir ein paar Wachen. Okay, ich muss aufpassen. Aber mittendrin ist halt auch eine Truhe. Wir gucken den jetzt vorbei. Ich glaube, oben hin komme ich schlecht tatsächlich. Schnell nach oben. Was machst du, Spindel? Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Die krabbelt irgendwo hin, aber nicht dort, wo sie hin soll. WTF. Die Spinne einfach in ihren Tod. Ist das brutal. Ja, jetzt einfach nach oben. Mein Gott, ey, wirklich. Jetzt geht sie runter zum Kämpfen, oder was? Ist sie lost? Nee, aber keine Ahnung. Ich hab ein Bett auf ihn geschmissen, ne? Keine Ahnung, wie ich hier die Truhe spawnen soll. Vielleicht über den Schalter. Der wäre für mich noch ein bisschen sass. Ich bin runtergefallen. Nein! So ein dummer Mist. Oh, einige Wachen. Ich spüre meinen Geist vor, der gar nichts macht. Oh, so langsam wird es gefährlich. So, jetzt aber besserer Versuch. Ab zum Schalter. Ist alles für eine normale Truhe. Da kann doch nichts Sinnvolles sein. Aber vielleicht ein 100er. Schnell die Truhe holen, bitte. Sei da was Sinnvolles drin.
Ein Schlüssel. Okay, ist war echt sinnvoll. Über Pflicht. Was? Jetzt irgendwie schnell fliehen? Hilfe, ich lebe irgendwie. Keiner weiß wie. Einfach nur schnell fliehen hier. Jetzt aber habe ich doch alles richtig gemacht, weil dann brauche ich quasi einen Schlüssel für die andere Seite. Gut, dass ich zuerst nach links gegangen bin.